begrüße Sie herzlich bei Land und Leben und lade Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wieder ein zu interessanten Begegnungen mit Menschen und ihren Tätigkeiten, die die Landschaft und Landwirtschaft Südtirols gestalten und prägen. Und das sind die Themen dieser Ausgabe. Tierwohl, der Kuhalltag von morgen. Wie sieht der Stall der Zukunft aus? Benefizaktion, gewagtes Kalenderprojekt der Bauernjugend für einen guten Zweck. Bergerlebnis mit der Jägerin auf den Spuren des Steinbocks und ein Gespräch über die Rolle der Jäger in Südtirol. Das Thema Tierwohl beschäftigt die Tierschützer und immer öfter auch die Politiker. Vor allem aber müssen sich die Bauern um das Wohl ihrer Nutztiere kümmern. Was heißt das nun konkret bei Kühen? Wie sieht der Stall der Zukunft aus? Gehören Kühe an der Kette der Vergangenheit an und geht es den Kühen heute besser als früher? Das sind Fragen, die Bauern und Experten gemeinsam diskutiert haben, kürzlich am Nagelehof in Mauls. Kühe auf der grünen Wiese, die sich frei bewegen können und fressen oder schlafen nach Lust und Laune. Tieridylle, die in der Wirklichkeit nur selten vorkommt. Denn Kühe müssen heute viel leisten. Als Fleisch und in Südtirol vor allem als Milchlieferanten sind sie für die Bauern eine wichtige Einkommensquelle. Und deshalb stehen Kühe die meiste Zeit im Stall. Das wiederum führt zu gesundheitlichen Problemen. Deshalb muss das Wohlbefinden der Kühe im Stall verbessert werden. Wie das geht, konnten Bauern und Bäuerinnen kürzlich bei einer Fortbildung am Nagelehof in Mauls erfahren. Weil der Seminarraum zu klein war für die vielen Teilnehmer, wurde er kurzerhand in einen der neuen Stallräume verlegt. Organisiert von Willi Innerhofer, Bauer, Agronom und Berater, gemeinsam mit dem Beratungsring für Berglandwirtschaft Bring. Ein Fachmann aus Deutschland erklärt anhand von Beispielen, Daten und Aufzeichnungen, was eine Kuh wirklich braucht, wie groß eine Liegebox sein muss, welche Unterlagen die Kühe wünschen, wie sich die Kühe beim Aufstehen und Fressen leichter tun und warum sie viel Bewegung, Luft und Licht brauchen. Und dann geht es zum Schauunterricht in den Stall. Das Erste, was ein Bauer tun muss, wenn er in den Stall geht, ist beobachten, sagt der Experte. Was für eine Situation habe ich jetzt? Wie lange ist das letzte Füttern her? Ne? Wie viele Kühe stehen jetzt im Fressgitter? Wie viele Kühe liegen? Wie viele, sag mal, stehen dumm rum? Was könnten die jetzt letztendlich Runde, was könnten die jetzt erwarten? Ne? Also auch das ist immer so ein Punkt. Also Verhalten von Tieren ist für die Diagnostik von Schwachstellen ganz, ganz wichtig. Was Kühe natürlich brauchen, ist erstmal im Grunde Ruhe. Sie wollen im Grunde ihr Leben leben in den Bereichen. Sie müssen diese Funktionsbereiche ruhen, fressen, Sozialkontakte natürlich entsprechend leben können und stressfrei leben können. Das heißt letztendlich, wir müssen darauf achten, dass wir die Belegung des Stalles im Grunde nicht zu intensiv machen, dass wir die Arbeiten im Stalle mit Maschinen oder Gerätschaften im Grunde so gestalten, dass Kühe nicht großartig gestört werden. Wir müssen den Kühen Möglichkeit geben, weder Auslauf oder Weide oder Bewegung umzusetzen. Also es gibt viele Punkte, an denen wir ansetzen können, letztendlich das ganze System der Milcherzeugung im Grunde zu optimieren. Sogenannte Anbindeställe, die sich seit Jahrhunderten bewährt haben, werden zunehmend kritisch betrachtet. Artgerechte Haltung wird nicht nur von Tierschützern und Konsumenten, sondern immer öfter auch von den Lebensmittelketten und von Politikern gefordert. Denn eine Kuh an der Kette auf engem Raum kann sich nur sehr beschränkt bewegen, ist gestresst und damit anfälliger für Krankheiten. Der Anbindestall hat seine Reize, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, aber er hat auch seine Schwächen und darüber müssen wir natürlich auch ernsthaft diskutieren. Und man muss halt wirklich jetzt überlegen, welche Kompromisse können wir da eingehen und welche Wege müssen wir da gehen. Es ist nicht ganz einfach. Belzer glaubt, dass der Anbindestall in der EU bald verboten sein könnte und rät bei Stallneubau gleich zum Laufstallbau. Auch für kleinere Betriebe und auch in steileren Lagen gibt es vertretbare Lösungen. Aber auch in bestehenden Anbindestellen lässt sich einiges verbessern. Optimierung von einem Anbindestall ist natürlich der erste Schritt, ist meistens eben, dass man die Wände rausgibt, dass man mehr Luft und Licht in den Stall bringt, dass man das Platzangebot verbessert, dass man einfach etwas Plätze rausnimmt aus dem Stall und dafür die restlichen
den restlichen Tieren mehr Platz bietet, dass man eine weiche Liegefläche bietet, mehr Bewegungsfreiheit im Kopfbereich, dass sie aufstehen können, dass sie einfach nirgends anstoßen. Aus meiner Sicht ist es schon wichtig, dass man einfach all das berücksichtigt. Ja, und das geht auch oft auch mit geringen Kosten. Nicht? Das ist nicht immer mit hohen Kosten verbunden. Oft ging es mit relativ kleinem Aufwand, hat man sehr viel erreicht oft. Ja. Ein ungewohntes Konzept greift im Stall vom Nagelehof in Mauls. 90 Melkkühe, vorwiegend der Rasse Holstein, finden im neu errichteten Stall Platz, der futtertechnisch auf dem modernsten Stand ist. Das Interessanteste aber ist der sogenannte Kompostierungsstall mit getrenntem Liege- und Fressbereich. Ich habe mich für das entschieden und ich bereue es bis jetzt nicht. Und die Kühe, wie man sieht, sind sauber, es geht ihnen gut und sie haben keine Flecken und wie in anderen Stellen und mit den Klauen fast keine Probleme. Die Einstreu auf der Liegefläche besteht also großteils aus Trockenmasse, die bei der Verarbeitung der Gülle in der nahen Biogasanlage getrennt abfällt und wieder zurück auf den Hof transportiert wird. Wie aber lässt sich diese Fläche sauber und trocken halten? Ich tue praktisch zweimal im Tag die Liegefläche bearbeiten mit der Fräse. Und da wird die Einstreu und der Kot durchgemischt, durchgemischt. Und durch das entsteht der Kompostierungsprozess. Beim Kompostierungsprozess entsteht Wärme und durch die Wärme wird die Liegefläche trocken. Und alle 1 bis 4 Wochen wird ein bisschen nachgestreut und da einmal im Jahr ausgemischt. Die Kühe haben viel Bewegungsfreiheit und können sich im Liegen auf der weichen Unterlage bequem ausstrecken. Offensichtlich fühlen sie sich dabei sehr wohl. Im normalen Liegeboxenlaufstall hat die Kuh nicht die Möglichkeit, sich so auszustrecken und zu liegen. Und das ist sicher ein großer Vorteil. Und sie haben halt keine Probleme mit dem Ausstehen. Und mittelfristig wird die Leistung, aber nicht leider die Leistung, hauptsächlich die Langlebigkeit sicher besser werden. Ich glaube, in dem Stall werden die Kühe älter wie in einem anderen Stall. Während früher eine Kuh 20 Jahre alt werden konnte, ist die Lebenserwartung der Hochleistungskühe heute auf knapp 5 Jahre gesunken, bei gleichzeitiger Steigerung der Milchleistung von früher 1.000 Liter auf heute 7.000 bis 10.000 jährlich. Nun scheint eine neue Ära für die Kühe angebrochen. Kuhwohl und Kuhkomfort sind angesagt. Denn Kühe, die sich in ihrem Stall wohlfühlen, sind gesünder, leisten mehr, werden älter. Und wenn die Rechnung aufgeht, freut sich auch der Bauer. Es ist nicht nur die Tierhaltung, natürlich auch die Fütterung generell. Aber es ist schon auch bei der Tierhaltung, dass es noch einige Defizite gibt, das stimmt schon nicht. Und da ist es schon wichtig, dass sich nicht nur das Bewusstsein verbessert, sondern wirklich auch die Umsetzung, dass die Bauern wirklich auch das umsetzen, was sie eigentlich wissen. Tierwohl und Tiergesundheit sind Themen, zu denen der Beratungsring für Berglandwirtschaft regelmäßig Fortbildungen anbietet. Und die nächste ist bereits am 1. Dezember in Mölden. Alle Details dazu erfahren Sie beim Beratungsring. Wir kommen nun zu einem gewagten Projekt der Burggräfler Bauernjugend. Wie Ihre Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben auch Sie heuer einen erotischen Kalender gestaltet. Ein unkonventionelles Unterfangen für einen guten Zweck, das den jungen Leuten viel Arbeit, aber auch viel Spaß gemacht hat. Genau. Fotoshooting in Ulten an einem prächtigen Sommertag. Von Fachfrauen geschminkt und frisiert und unter der fachmännischen Regie des Fotografen Alfred Schager setzen sich die jungen Bäuerinnen in Szene. Na, es ist eine gute Gelegenheit, das einmal zu machen. Eine schöne Chance, schöne Fotos zu machen. Und für einen guten Zweck bin ich gern dabei. Ja, neue Leute kennenlernen und mal etwas anderes. Das tut man ja nicht alle Tage. Und ja. Eigentlich selber und eben, weil es halt einfach sicher ist ein Hitz und ist ja mal etwas anderes. Ja, ein bisschen die eigenen Grenzen zu überschreiten ist ja vielleicht eine kleine Schwierigkeit gewesen. Aber es ist auch eine neue Herausforderung gewesen auf der anderen Seite. Und,
neue Erfahrung und habe ich gerne gemacht. 13 Mädels aus dem Burggrafenamt haben ohne lange zu zögern zugesagt und arbeiten konzentriert mit. Irgendwie war ich sicher voll aufgeregt, weil Mensch, das tut man nicht jeden Tag. Und oben sind wir ohne gewesen, aber man hat eigentlich direkt bis oben im Brustbereich gesehen. Und ja. Ich habe gehört, das ist für einen guten Zweck und es ist eigentlich mal eine neue Sache und das ist ganz lustig und schauen wir mal. Sinn und Ziel für den Kalender ist, den bäuerlichen Notstandsfonds zu unterstützen. Der bäuerliche Notstandsfonds ist, glaube ich, eine Institution geworden im Land, der viel Gutes tut. Und deswegen versuchen wir eigentlich 100% der Spenden, die wir kriegen, mit dem Kalender an den bäuerlichen Notstandsfonds weiterzugeben. Viele Tage und viele Abende haben die Models und das gesamte Organisationsteam in den vergangenen Monaten investiert, bis alle Bilder im Kasten und die besten aus über 1000 Fotos für den erotischen Kalender ausgesucht waren. Ich glaube, wir erzeugen nicht zu viel. Wir zeigen genau so viel, dass die Fantasie im Kopf anfängt zu arbeiten und selber in unser Ziel. Und ich glaube, sein Ziel haben wir erreicht. Das ist mal etwas Schönes. Mal. Schön Jungbäuerin, das ist schön umzuschauen. Mitte Oktober war es dann soweit. Die Bauernjugend konnte das fertig gedruckte Produkt endlich in den Händen halten. Und mit dem Ergebnis war Mann und Frau sehr zufrieden. Die Nati hat ein brutal gutes Handel hat für ihren Viech und sie hat es wirklich geschafft, das Kalb zu zahmen, dass sie sich das Fleisch ausgesoffen hat. Das gesamte Projekt kostet der Burggräfler Bauernjugend an die 10.000 Euro, die sie dank vieler Sponsoren gut schultern können und diese bekommen im Kalender auch einen prominenten Platz. Wichtig war es logisch auch, dass wir alle Bereiche der Landwirtschaft in Südtirol versuchen abzudecken. Das heißt, wir haben geschaut, Forstwirtschaft Bilder zu machen, Viehwirtschaft, Obstbau, Weinbau. Es ist uns noch gelungen, jeweils einen Sponsor zu finden. Also ich bin sehr zufrieden. Also das ist das erste Mal, dass wir das machen. Und ich denke, wir können stolz darauf sein, dass wir so etwas auf die Reihe gekriegt haben. Für den Kalender verlangen die Burggräfler Jungbäuerinnen und Jungbauern einen Mindestbeitrag von 25 Euro. Bei 1600 gedruckten Auflagen könnte also eine beträchtliche Summe zusammenkommen. Nun müssen die Kalender nur noch an den Mann und an die Frau gebracht werden. Ja, und der Öffentlichkeit vorgestellt wird der Kalender auf der Agrialp in 2 Wochen. Der Vorverkauf ist bereits gestartet und wenn alles so läuft wie geplant, dann wird der bäuerliche Notstandsfonds eine schöne Summe zum Helfen erhalten. Ja, und nun geht es hoch hinauf in die Pfunderer Bergwelt. Im Oktober waren wir mit der Jägerin Helga Ranalter auf den Spuren des Steinbocks unterwegs, das wohl imposanteste Tier des Hochgebirges. Zeitig in der Früh, vor Sonnenaufgang, leuchtende Berge in der Morgenröte, schneebedeckte Gipfel in der Ferne, rauschende Wasser, die Farben des Herbstes haben die Almwiesen in satte Brauntöne getaucht. Helga Ranalter sucht die Stille des Morgens auf ihren Wanderungen zu den Tieren der hochalpinen Bergwelt. Heute dürfen wir sie begleiten. In Serpentinen geht es hinauf über die Grashänge und felsigen Steige der Eisbruckalm in Richtung Eisbruckjoch. Im Blick die Gipfel der niederen und hohen Weißzint. Da sind wir jetzt im Pfunders, in der Eisbruckalm. Und das ist jetzt eine Albe, wo auch nur Viehhau getrieben wird im Sommer. So bei den 80, 90 Vieheinheiten. Und da wird auch, es wird auch teilweise gekast und Butter gemacht. Keine Steinböcke noch, aber ein paar Gämsen, die am Hang weiden, entdecken wir. Unterhalb des Eisbruckjochs liegt der Eisbrucksee auf 2350 Metern Meereshöhe. Ein beeindruckender Gletschersee, dessen Wasserspiegel über den Sommer stark gesunken ist.
Helgas Auge ist geübt. Nach vielen Jahren der Tierbeobachtung mit Pirsch und langen Wanderungen über Stock und Stein kennt sie die Stellen, wo sich Reh, Hirsch, Gams und Steinbock aufhalten. Ohne Büchse, wie so oft. Seit sie Jägerin ist, beobachtet sie noch viel mehr und lernt von der Natur. Das Wild beobachten heißt nicht gleich etwas Zeichen. Es ist auch für mich wichtig, dass es unterspricht. Ist das jetzt männlich, ist weiblich, ist gesund, ist schwächelt. Wenn man oft die Zeit nimmt, intensiv zu schauen, sieht man oft auch, dass irgendeine Verletzung hat, was man dann auch melden soll. Oder dass man, wenn man kann es auch selber erlegen, wenn einem das zugeteilt ist. Und das ist das, was ich vielleicht durch die Jagd mehr tue und was ich auch sehr gerne tue. Ja. Jedes Tier, das sie erlegt hat, ist ihr in Erinnerung geblieben. Vor allem ein erkrankter Steinbock, der ihr zum Abschuss zugeteilt war. 6 Tage lang hat sie ihn verfolgt. Weil es eben auch im Dezember war, wo der Steinbock nicht sagen wir mal, wie vielleicht in August, wo er wirklich Tag und Tag auf dem gleichen Platz ist, sondern da ist die Prunft und da wandert er ganz viel. Und da hat er mich herausgefordert, muss man sagen, ziemlich, ja. Und dann hat die Jägerin den Steinbock im Blick. Weit oben im felsigen Gelände, abseits der Wanderwege. Auch er scheint uns gewittert zu haben, zieht jedoch gelassen weiter. Es ist ein älterer männlicher Steinbock, der sich vom Rudel entfernt hat. Im Spätherbst ist Brunftbeginn und die Böcke unternehmen oft lange Wanderungen auf der Suche nach Geißen. Steinböcke können bis zu 17 Jahre alt werden, erreichen ein Gewicht von 100 Kilogramm und eine Hornlänge von 1 Meter und mehr. Steinböcke halten sich meist in Rudeln auf, die weiblichen Tiere mit ihren Jungen getrennt von den männlichen. Wie hier im Sommer im Farnesgebiet ein Rudel aus den Ambezaner Dolomiten. Lange Zeit war das Steinwild in Südtirol ausgestorben, nahezu ausgerottet durch rücksichtslose Jagd und begehrt als wandelnde Apotheke in der Volksheilkunde. Hörner, Knochen, die Bezorkugeln aus dem Banzen, das Fell und das Blut des Steinbocks sollten gegen allerlei Krankheiten helfen. Dem Steinbock wurden übernatürliche Kräfte nachgesagt. Durch den Schutz und die Wiederansiedlung des Steinbocks im Alpenraum ist er seit den 60er Jahren auch nach Südtirol zurückgekehrt. Etwa 1500 Tiere leben heute in 9 sogenannten Kolonien in Südtirol. Davon 6 das ganze Jahr über, 3 ziehen im Winter in ihre Wintereinstände außerhalb der Provinz. Bedroht sind sie durch Krankheiten, vor allem die Räude. Ihre Bejagung ist stark eingeschränkt. Mit der aktuellen Durchführungsbestimmung dürfen wieder 5% jährlich entnommen werden. Die neue Edelrauthütte ist inzwischen in Sicht. Nach einer kurzen Stärkung geht es ein Stück weit über den Pfunderer Höhenweg zu einer Stelle, an der Helga Steinböcke vermutet. Und wir haben Glück. Gleich 4 imposante Kerle treffen wir dort an. Bis auf wenige Meter lassen sie uns heran. In Ruhe grasen sie und ziehen gemächlich weiter. Für mich ist einfach der König von den Alpen, vom Berg. Ist, wie er sich bewegt, wie er sich ruhig verhaltet und im nächsten Moment auch wieder schnell sein kann, obwohl er so plump gebaut ist irgendwie. Und wenn sie gehen, dann gehen die so schnell, dass sie nicht meinst, dass sie so, die kommen in der kürzesten Zeit, machen die weitesten Strecken und im nächsten Moment sind sie wieder völlig tageweise auf dem gleichen Fleck, in einer Ruhe und in einer Genügsamkeit, wo man sich eigentlich etwas anschauen kann. Der Lebensraum der Verwandten unserer Hausziege liegt zwischen der Wald- und Eisgrenze. Im Spätherbst wandern sie zu ihren Wintereinständen, wo sie genügend Futter zum Überleben vorfinden. Geschickt bewegen sie sich im steilen, felsigen Gelände. Seit jeher sind die Menschen fasziniert vom Steinbock mit seinen imposanten Hörnern. Sie bewundern dieses edle, kraftvolle und genügsame Alpentier, das im tiefsten Winter in der Lage ist, im Hochgebirge auszuharren. Und als wüssten sie um ihre Bedeutung, setzen sie sich auch noch in Szene für uns
und demonstrieren ihre ganze Kraft und Schönheit. Ja, eine Begegnung mit Steinböcken ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Und wie man sieht, lassen sie die Menschen ja auch recht nah an sich heran. Warum das so ist und allgemein, warum es die Jagd braucht, das fragen wir jetzt Heinrich Aukenthaler vom Südtiroler Jagdverband. Herr Aukenthaler, die Steinböcke lassen den Menschen nah heran. Warum sind sie nicht scheu? Ja, Wildtiere werden allgemein vertraut und immer vertrauter den Menschen gegenüber, wenn sie von ihm nicht zu befürchten haben. Steinböcke unterliegen einem bestimmten Schutz, sie werden nicht gejagt und deswegen können sich Menschen relativ nahe den Steinböcken nähern, bis auf wenige Meter sogar. Nun haben wir gesehen, die Jägerin Helga Ranalter ist eine von 330 Jägerinnen. Insgesamt gibt es 6000 Jäger in Südtirol. Es werden mehr Frauen immer. Und was unterscheidet eigentlich die weibliche von der männlichen Jagd? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Zuerst einmal, der Frauenanteil nimmt ganz deutlich zu. Es gibt Unterschiede. Die Jagd, das sagen auch die Jägerinnen, ist eigentlich weiblich. Die Göttinnen der Jagd sind Frauen. Die Jagd hat immer schon mit Frauen etwas zu tun gehabt. Und ich glaube auch, dass die Frauen einen etwas anderen Zugang zur Jagd haben. Bei ihnen spielt auch das Wildbret eine große Rolle als Nahrungsmittel, als gesundes und bekömmliches Nahrungsmittel. Also, und mit dem Schießen, wie ist das da? Mit dem Schießen glaube ich nicht, dass sie da andere Schwierigkeiten oder andere Ansätze haben. Nein, das können sie. Man kann sogar sagen, dass sie bei der Jägerprüfung, bei der Schießprüfung im Schnitt besser abschneiden als die Männer. Und offensichtlich sind sie da auch nervlich etwas stabiler. Es werden ja sehr viele Tiere jedes Jahr in Südtirol geschossen. Also die Zahlen sagen 16.000 Stück Reh, Gams und Rotwild, 10.000 Vögel und Wildhühner, 2.900 Füchse, 2.500 Feldhasen. Das ist so ein Schnitt, der laut Abschussplänen ja auch eingehalten werden muss. Warum eigentlich? Ohne Jagd, das wissen wir und sagen es auch immer wieder, geht es nicht in der Kulturlandschaft. Wir leben in einer vom Menschen geprägten Landschaft. Wir brauchen uns nicht hier nur umzuschauen. Der Mensch hat unser Land geprägt und hat es zu dem gemacht, was es ist. Mit reichhaltigen, vielen Lebensräumen. Wenn man die Wildtiere nicht reguliert, dann gibt es Probleme. Das hat man in allen Gebieten gesehen, wo die Jagd verboten worden ist. Beispiel Nationalpark Stilfser Joch. Das Jagdverbot im Jahr 1983 hat dazu geführt, dass der Wald sich nicht mehr erneuert hat, dass er sich nicht verjüngt hat. Und selbst die Verantwortlichen des Parks, die ja nicht von vornherein den Jägern gegenüber sehr kulant eingestellt waren, haben gesehen, dass es hier eine Regelung braucht, dass man Wildtiere regulieren muss, herausnehmen muss. Das ist eine Notwendigkeit. Was sind heute die größten Schwierigkeiten in der Ausübung der Jagd in Südtirol? Die Jäger sind nicht mehr allein, sie stehen unter Beobachtung einer kritischen Gesellschaft. Das ist in allen Bereichen der Fall, an das muss man sich gewöhnen. Sie dürfen nicht damit sich begnügen, hinauszugehen und zu schießen, was ihnen gefällt, wie es im Volkslied heißt. Das geht nicht. Man darf nicht vergessen, dass heute die Gesellschaft naturschutzsensibel geworden ist und der Jäger muss auch ein Naturschützer sein. Der Jäger ist ja auch im Spannungsfeld, eben wie wir gehört haben, von einerseits die Tierschützer, dann die Jagdpolitik, dann die Bauern, die Förster, die verlangen eigentlich immer mehr Abschüsse von den Jägern. Und da gibt es oft Konflikte zwischen Jägern, Bauern, Jägern, Förstern und so weiter. Ist das auch ein Thema, das Sie immer wieder aufgreifen oder mit dem Sie sich immer wieder auseinandersetzen müssen? Sicher, das ist für uns Jäger eine Art Gratwanderung. Den einen schießen wir zu viel, den anderen zu wenig. Die Jäger selbst möchten da einen Weg finden, der möglichst nach Kompromiss ausschaut und möglichst wenig Widerstände erzeugt. Die Verantwortung den Waldbewirtschaftern gegenüber, der Landwirtschaft gegenüber, ist groß. Die ist vorhanden. Die Bewirtschafter wollen die Früchte ihres Fleißes ernten und es darf nicht dazu kommen, dass die Hirsche und Rehe die Äpfelbäume
schädigen oder das Gras abfressen. Das darf nicht sein oder sonst welche Schäden in den Kulturen anrichten. In den Wäldern ist es noch einmal sensibler. Dort muss ein Gleichgewicht sein, eine lebensraumverträgliche Wilddichte, und für die muss der Jäger sorgen. Natürlich, warum gibt es dann immer wieder diese Konflikte? Weil die Jäger, was man ja nicht annehmen möchte, eher dazu tendieren, weniger zu schießen, als es den Förstern recht wäre. Das klingt absurd, aber es ist so. Die Jäger wehren sich gegen zu hohe Abschusspläne, weil sie auch ihre Freude mit einem schönen, guten Wildbestand haben. Wir müssen auch Bär und Wolf ansprechen. Welches Fazit ziehen Sie aus der sich heuer natürlich zugespitzten Situation? Was könnte aus Ihrer Sicht für die nächste Almsaison bereits geregelt sein? Die Zuspitzung war vorhersehbar. Man müsste jetzt schauen, möglichst mit wenig Emotionen die besten Lösungen zu suchen. Es sollten solche Tiere entnommen werden können, die nachweislich und mehrfach Schäden anrichten und Haustiere reißen. Wie realistisch ist das, dass das kurz- oder wenigstens mittelfristig möglich sein wird? Ich glaube, der Druck kann nicht nur aus Südtirol kommen, der muss großflächig sein. Das heißt, das ist ja eine europäische Vorgabe, deswegen muss man in Europa schauen, was sich da bewegt. Und wie es aussieht, passiert etwas, auch weil in Deutschland zum Beispiel die Politik das verstanden hat, weil sich in Italien jetzt die Dinge auch ein bisschen anders entwickeln, als man das gemeint hat. Also es gibt ja schon Angriffe, die die Menschen besorgen. Und folglich glaube ich, dass hier es zu einem Meinungsumschwung kommen wird. Zum Schluss die Frage, was wünschen Sie sich als Direktor des Südtiroler Jagdverbandes für die Zukunft? Für die Zukunft wünsche ich mir möglichst gut ausgebildete Jäger, möglichst viele, möglichst gut ausgebildete Jäger in unserem Land, die die gut zusammenarbeiten mit der Land- und Forstwirtschaft und von allen Seiten ein richtiges Maß an Toleranz. Danke, Heinrich Aukenthaler, für diesen interessanten Einblick in die Südtiroler Jagd. Ja, und noch mehr Informationen, Daten und Fakten zur Jagd finden Sie auf der Internetseite des Südtiroler Jagdverbandes und auf der Seite des Assessorates für Land- und Forstwirtschaft des Landes. Ja, das war Land und Leben im November. Wir sehen einander wieder in einem Monat. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.